Was unterscheidet eigentlich einen erfolgreichen Programmierer von einem durchschnittlichen? Du denkst vielleicht, es sind die klassischen Antworten, die wir auch von Google erhalten, zum Beispiel produktiv sein, lösungsorientiert arbeiten oder auch einfach nur Fristen im Griff haben. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. In meiner Laufbahn habe ich drei entscheidende Gewohnheiten entdeckt, die die erfolgreichsten Softwareentwickler ausmacht. Und diese Geheimnisse, die will ich heute mit dir teilen. Diese hätten mir nicht nur viele Stunden des Lernens erspart, sondern auch einfach mich glücklicher beim Programmieren gemacht. Also, lass uns gleich anfangen. Ein weit verbreiteter Ratschlag, den ich damals als Anfänger häufiger hören musste, war dieser hier. Um ein guter Programmierer zu werden, musst du täglich programmieren. Und das hört sich im ersten Moment auch logisch an, denn Übung macht den Meister. Aber so einfach ist das nun auch wieder nicht. Lass uns dafür kurz die Welt des Programmierens verlassen. Dafür betrachten wir Tim mit Doppel-M. Er hat sich vorgenommen, Klavierspielen zu lernen und will daraus eine kleine Karriere machen. Ähnlich wie beim Programmieren erfordert das Klavierspielen auch motorische und mentale Fähigkeiten. Man könnte meinen, die Tastatur ist die Klaviatur des Programmierers. Er übt also stundenlang jeden Tag. Denn Übung macht den Meister, oder? Er spielt immer die gleichen Stücke, die gleichen Tonarten, die gleichen Tonleiter, immer und immer wieder. Anfangs macht er dadurch auch richtig schnell richtig viele Fortschritte, doch das sollte nicht für immer so bleiben. Er übt zwar, aber übt er hier jetzt eigentlich wirklich? Nach einer Weile stellt er dann auch fest, dass er so ein bisschen die Motivation für die Musik verliert und er spielt eigentlich nur noch aus Pflichtgefühl. Was lernen wir jetzt daraus? Es ist nicht die Menge des Übens, die zählt, sondern die Qualität des Übens. Am Anfang deiner Programmierkarriere ist es wirklich hilfreich, viel zu üben, denn hier erreichst du Qualität durch Quantität. Aber nach einer gewissen Zeit musst du da strategischer rangehen. Die fünfte To-Do-App, die ist vielleicht gut, um dir jetzt nochmal die grundlegenden Konzepte zu festigen oder auch einfach die Syntax zu lernen. Aber danach musst du anders rangehen, dir neue Herausforderungen suchen. Setz dir klare Lernziele und wiederhole nicht ständig das Gleiche. Jetzt geht es nämlich darum, in kleinen, verständlichen Schritten voranzukommen. Statt dich gleich auf komplexe Datenbanksysteme zu stürzen, fang doch erstmal mit den Grundlagen, zum Beispiel Normalformen, an. Fast noch wichtiger als das Üben selbst sind Pausen dazwischen zu setzen. Denn in den Pausen, da festigt sich das Gelernte und du kannst neue Energie tanken. Als Softwareentwickler gehört es dazu, dass du ein Leben lang lernen musst. Also musst du dort einen Weg für dich finden, den du auch noch in 10 Jahren gehen kannst. Meine Empfehlung ist dabei, klare Ziele beim Üben zu setzen und zwischendurch Pausen zu machen. Der nächste Punkt hier, der ist genauso wichtig. Während meiner Studienzeit und während meiner Laufbahn sind mir immer wieder Personen begegnet, die so stolz darauf waren, wie gut sie doch programmieren könnten und sogar damit geprahlt haben. Das sind dann meistens die Personen gewesen, die gerade erst angefangen haben, die ersten Basics gelernt haben und vielleicht das erste einfache Projekt umgesetzt haben. Speziell während meines dualen Studiums ist mir das bei einigen Kommilitonen aufgefallen. Ein kurzer Blick auf deren Code hat aber schnell herausgestellt, dass da mehr heiße Luft als wahre Worte hinterstecken. Aber auch wenn du nicht prahlst, kann dieser Punkt auf dich zutreffen. Hierzu ein kleines Beispiel. In meinem Team war mal ein Werkstudent, dem ich eine vermeintlich einfache Aufgabe gegeben hatte. Doch die Zeit verging und verging, es gab aber keinen so rechten Fortschritt. Als ich dann nachgehakt habe, habe ich herausgefunden, dass er sich einfach nicht so sicher mit der von uns verwendeten Programmiersprache gefühlt hat. Doch statt um Hilfe zu bitten, hat er versucht, alle Probleme allein zu lösen. Das soll jetzt hier in keinster Weise Werkstudenten bashen, denn von Anfängern und auch von Fortgeschrittenen wird nicht erwartet, dass sie alles wissen und können. Aber von dir wird erwartet, dass du Fragen stellst, besonders dann, wenn du nicht weiterkommst oder dich sehr unsicher fühlst. Das bringt mich auch zum Kern des Punktes. Um ein erfolgreicher Programmierer zu sein, darfst du nicht von deinem Ego gefangen sein. Es ist vollkommen in Ordnung, um Hilfe zu bitten, denn das zeigt nicht von Schwäche, sondern davon, dass du lernen willst und wachsen willst. Dieses sogenannte Growth Mindset ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg in der IT-Branche und eigentlich auch überall sonst im Leben. Es geht darum, dein Ego zurückzustellen und auch Bescheidenheit an den Tag zu legen. Das wird dir nicht nur dabei helfen, schneller Fortschritte zu machen und zu lernen, sondern dich auch zu einem geschätzten Mitglied in jedem Team. Dieser letzte Punkt hier, der ist wohl der wichtigste und mit dem habe ich die ganze Zeit auch noch wirklich zu kämpfen und der ist gar nicht so einfach umzusetzen. Aber während meiner Zeit als Softwareentwickler konnte ich das bei den erfolgreichsten Kollegen feststellen, dass sie diese eine Eigenschaft teilen. Und diese Eigenschaft hat sie wahrscheinlich an den Punkt gebracht, an dem sie heute sind. In der IT-Branche gibt es dauerhaft Änderungen. Es gibt immer wieder neue Programmiersprachen, neue Tools, neue Frameworks, neue Konzepte, such dir irgendwas aus, es gibt immer was Neues. Und diese neuen Sachen, die sind sowieso alle immer besser als alles, was du davor gelernt hast. Als ich beispielsweise vor der Herausforderung stand, aus meinem gewohnten Webentwicklungsumfeld herauszugehen und jetzt in DevOps und Cloud-Technologien einzusteigen, habe ich mich anfangs wirklich sehr, sehr unsicher und einfach richtig schlecht gefühlt. Mittlerweile weiß ich diese Zeichen aber anders zu deuten,
Denn das bedeutet eigentlich nur, dass ich mich gerade weiterentwickle und auch an den Herausforderungen wachsen kann. Außerdem hat es mir geholfen, mit Kollegen zu sprechen, denn da habe ich auch herausgefunden, dass die sich genauso unsicher fühlen, wenn sie neue Herausforderungen angehen. Soll heißen, erfolgreiche Programmierer fühlen sich wohl damit, sich unwohl zu fühlen und suchen auch gerade diese Situation, die sie unwohl fühlen lassen. Du wirst niemals Experte für alles werden und solche Situationen sind immer unangenehm. Aber das sind auch gerade die Situationen, die dich wirklich weiterbringen und in denen du am meisten lernen kannst. Die fünfte To-Do-Liste umzusetzen, das mag jetzt vielleicht angenehm sein, aber lernst du jetzt eigentlich überhaupt noch was und bringt es dich wirklich weiter? Wie wäre es stattdessen damit, ein Rechte- und Rollenkonzept umzusetzen, obwohl du nichts über Rechte- und Rollenkonzepte weißt? Von Softwareentwicklern wird halt einfach erwartet, dass sie sich in neue, unbekannte Themen einlesen können und diese dann auch umsetzen. Das bringt uns auch wieder zurück zum Thema Üben, lebenslanges Lernen und um Hilfe fragen, wenn du sie brauchst. Für sowas bieten sich Tutorials perfekt an. Was du aber dabei beachten solltest, das zeige ich dir hier in diesem Video.